Ich zeichne eine Strecke von 5 cm. Dann zeichne ich die Kurve, die aus den Punkten besteht, die 2 cm von dieser Strecke entfernt sind. Frage: Wie groß ist der Flächeninhalt der von dieser Kurve begrenzten Fläche in Quadratzentimeter? Hier ist die Strecke mit Länge 5 cm. Alle Punkte, die sich auf dieser Strecke oder auf dieser Strecke befinden, sind 2 cm von dieser Magenta-Strecke entfernt. Alle Punkte, die sich auf diesem Halbkreis oder auf diesem Halbkreis befinden, sind 2 cm von diesem Endpunkt der Strecke oder von diesem Endpunkt der Strecke entfernt. Wir suchen den Flächeninhalt, der durch diese braune Kurve eingegrenzt ist. Dieser Flächeninhalt wird berechnet zuerst mal durch den Flächeninhalt von diesem Rechteck, also 5 mal 4, und dann plus den Flächeninhalt von diesen zwei Halbkreisen, das heißt der Flächeninhalt vom gesamten Kreis. Der wird berechnet durch Pi mal Radius 2 im Quadrat. In dieser Summe können wir 4 ausklammern. Und somit haben wir gefunden, dass die richtige Antwort die Antwort D ist. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.